Willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Heute sprechen wir mit Renate und Jürgen über das faszinierende Land der Kiwis, Neuseeland. Was sind die Besonderheiten Neuseelands? In Neuseeland hat man eine wahnsinnige Vielfalt. Man hat die Berge, das Meer, lange Strände. Man hat aber auch Thermalpools, die man jetzt in Zentraleuropa nicht finden kann. Vulkane, alles das, was man eben auf der ganzen Erde findet, und dann darüber hinaus eben, es ist alles geboten. Es gibt also nichts, was es nicht gibt, und das macht das eben das Besondere aus in Neuseeland. Man fährt eine Stunde und ist in einer komplett neuen Landschaft. Man fährt wieder eine Stunde und hat wieder eine komplett andere Landschaft. Es wechselt eben sehr, sehr schnell ab. Es ist nie langweilig, egal wo man sich befindet. Eine Stunde weiter und alles ändert sich sofort. Die Natur ändert sich. Die Vegetation ändert sich, und das ist eben das Besondere an Neuseeland. Ja, Neuseeland ist sehr besonders, wie gesagt, dass die Kompaktheit der Natur, um es mal kurz zu fassen, dass man sehr schnell eben von den neuseeländischen Alpen am Meer ist oder eben am Gletscher ist, dass man natürlich die Abenteuersportarten, dafür ist Neuseeland bekannt, aber auch für die Fauna, also die Tiere, die man dort sieht. Man hat Pinguine, man kann Wale beobachten, mit Delfinen oder Seehunden schwimmen. Natürlich für Ornithologen auch ein Fest mit Kiwis und andere endemische Vögel. Und natürlich die Freundlichkeit der Kiwis, damit meine ich aber nicht die Vögel, sondern werden auch die Einwohner Neuseelands genannt. Und nicht zu vergessen die noch sehr lebendige Kultur der Maori. Was macht eine Reise mit World Insight nach Neuseeland so besonders? Unsere Reise ist ja eine Aktivreise. Das heißt, wir haben natürlich nicht nur die schönsten, sondern auch die exklusivsten Trekkings im Programm. Und wir sind auch sehr exklusiv auf einer Lodge, die von Maori geführt wird, im schönsten Busch am See Lokataina, und bekommen dort einen tiefen Einblick in die Kultur, die Sprache, auch der Maori. Wir lernen sogar ein bisschen die Sprache der Maori kennen. Und ja, verbinden Nord- und Südinsel, fokussieren uns aber auch sehr auf die Südinsel und fahren auch und wandern durch die wilden Catlins. Warum arbeitest du gerne mit World Insight zusammen? Was findest du gut? World Insight ist ja ein Reiseveranstalter, den es ja auch schon, glaube ich, 2 Jahrzehnte gibt und somit über sehr viel Erfahrung vorweist und somit auch ein toller Partner ist, um schöne Reiserouten aufzubauen und auch zu festigen. Natürlich für uns ein toller Partner, weil einfach World Insight tolle Kunden hat, die sehr gerne mit auf Touren kommen, die die Touren eben schon kennen und auch wissen, eben die Vielfältigkeit des Landes zu genießen. Was ist euer persönliches Highlight in Neuseeland? Habt ihr einen Tipp für uns? Ja, für mich gibt es einige Highlights. Es geht los im Norden, in Coromandel, mit diesen tollen Felsen, die es dort gibt, direkt am Strand. An dem wir wohnen, kann man aber auch ein Loch buddeln und dann in heißem Wasser baden und anschließend ins Meer reinspringen. Wir haben eine Übernachtung oder 2 Übernachtungen in einer Lodge, die von Maori geführt wird, lernen dann dort sehr viel über die Maori-Kultur kennen. Das ist immer ein Highlight für alle unserer Gäste, einfach mal in diese Kultur einzusteigen. Wir gehen auch, wenn es geht, immer in ein Marae, in ein Versammlungshaus der Maori rein, um das mal zu sehen, wie die Leute leben und wo sie ihre Meetings haben, ihre Treffen haben, ihre Familientreffen haben. Anderes Highlight sind natürlich die Vulkane. Wellington, die Hauptstadt, der ganz berühmte Abel-Tasman-Nationalpark mit seinen Traumstränden. Und die wilde Westküste. Tierwelt ist für mich auch ein Highlight, weil es eben da Pinguine gibt, die man sehen kann. Wer sich dafür interessiert, Seelöwen, die man sehen kann. Albatrosse, die man nur dort in Neuseeland sehen kann. Alles das ist auch möglich auf unserer Tour. Und dann gibt es natürlich noch im Südwesten den dramatischen Milford Fjord, der natürlich auch Teil der Tour ist, mit einer Bootsfahrt. Ja, das sind alles so Highlights, die das Ganze ausmachen. Natürlich auch deshalb Highlights. Und das zeigt auch ein bisschen Neuseeland, weil es eben so unterschiedlich sind. Ganz unterschiedliche Sachen, die man jeden Tag als neues Highlight erleben kann. Gibt es ein besonderes Sprichwort oder eine interessante Tradition in Neuseeland? Ja, Kia ora heißt Hallo in Maori, und das ist auch von den Europäern übernommen worden. Es gibt ein Hangi, das werden wir auch haben während der Reise. Das ist also ein im Erdofen gemachtes Essen, was wir auch genießen werden in der Maori Lodge, auf der wir übernachten werden. Wir werden auch eine traditionelle Begrüßung haben bei den Maori.
Viele der Maori-Traditionen sind auch von den Europäern übernommen worden. Und ja, eine Tradition, die noch auch immer wichtig ist, dass auch die Neuseeländer natürlich Leute sind, die gerne Natur sind. Man hat ja überall herum diese grandiose Natur, geht gerne fischen, angeln, Sport machen und natürlich abends gerne im Pub. Das sind so ja, Traditionen natürlich, die wir auch miterleben wollen. Einfach die Neuseeländer kennenzulernen, die Einheimischen und die Neuseeländer kennenzulernen, ist in Neuseeland sehr einfach, weil jeder einen anspricht. Wo kommst du her? Wo willst du hin? Was hast du schon gesehen? Also es ist sehr einfach, wie gesagt, Kontakt zu bekommen mit Indigenen und mit Einheimischen. Wie sieht es eigentlich dort mit Nachhaltigkeit aus? Ja, traditionell sind die Maori sehr nachhaltig. Also man hat nicht irgendwie zum Beispiel Tiere umgebracht, weil man Spaß daran hatte, sondern man hat nur immer die Tiere umgebracht, die man benötigte, um eben genügend zu haben zum Essen. Und man hat sich immer vor den Tieren entschuldigt, wenn man sie umbringen musste, eine sehr schöne Geste. Man hat auch immer nur das eben der Natur entnommen, was man benötigte. Und das fließt auch immer mehr in das normale neuseeländische Leben ein. Neuseeland ist heute eigentlich ein sehr nachhaltiges Land geworden, mit einer sehr guten Mülltrennung. Und die Supermärkte achten darauf, dass möglichst nachhaltig eben gewirtschaftet wird. Es gibt keine Plastiktüten in Neuseeland, wie in vielen anderen Ländern der Welt. Das ist verboten. Und auch wenn vieles vielleicht noch verbessert werden kann, aber man bemüht sich schon, egal von welcher auch politischen Couleur, nachhaltig zu wirtschaften und immer mehr Nachhaltiges in Neuseeland im täglichen Leben einzuführen. Gibt es vielleicht noch etwas, was ihr unseren Gästen sagen möchtet? Ja, es wurde jetzt schon viel gesagt, aber ich kann nur unterstreichen, natürlich fährt man nach Neuseeland für die Vielfältigkeit des Landes, für die Natur, aber auch darauf Acht zu geben, wie die Kultur der Maori wirklich da ist, wie sie lebendig ist und nicht wie in anderen Ländern marginalisiert wird oder unterdrückt wurde oder gar nicht mehr existiert. Also die Sprache ist, viele Wörter finden im täglichen Gebrauch noch statt oder sind noch dort. Und genauso auch, wie es vorhin gesagt wurde, eben auch die Traditionen, die eben übernommen worden sind. Und man seit einigen Jahren auch darauf achtet, dass man eben noch mehr sich an diese Traditionen anknüpft. Und sehr schön ist natürlich auch, dass das Land Neuseeland ein klassisches Einwanderungsland ist. Es wurde am spätesten besiedelt, also zeitlich gesehen. Und viele Nationen dort eben zusammenfinden, zusammenleben, viele Kulturen auch zusammenleben, abgesehen eben von der einheimischen Maori-Kultur. Und das findet sich zum Beispiel auch in den Restaurants kulinarisch nieder, aber eben auch in der Offenheit der Menschen. Denn ja, wenn man eben vielfältig ist, dann heißt man eben auch Vielfältigkeit willkommen. Und das finde ich auch sehr schön. Du möchtest mehr über unsere Reisen nach Neuseeland erfahren? Dann besuche uns online auf www.world-insight.de. Weitere spannende Inhalte rund ums Reisen mit World Insight findest du in unserem Online-Reisemagazin und auf unseren Social-Media-Kanälen. Folge uns, um nichts zu verpassen.